Hallöchen, ja, die Schlacht ist immer noch hier im vollen Gange. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg hier zur Festung, zum Fort. Oh, das hat aber gesessen gerade. Und hier einen nach dem anderen. Piki, Piki, alles, komm. Der hier auch, komm. Oh, hier. Kann ich weiter hier durchgehen. Die Jungs hier platt machen. Und Zalis soll ja nun sterben. Er ist hier! Benjamin. Haltet den Eindringling! Gut, dass ihr bei uns seid. Könnt ihr Hilfe brauchen? Der ist tot. Das ging schnell. Wer bist du? Ich bin Haven Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Cyrus. Und ich werde es einhalten. Wow. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. So, wir haben es geschafft. Mission erfolgreich. Mehr oder minder jedenfalls. Was? Nichts eingehalten? So, Sequenz 2 ist erfolgreich beendet. Ups. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. So, yes. Tja, Boston 1755, Sequenz 3 schon, unglaublich. Und es wintert. Ja, wie sollen wir Hallo sagen? Also würde ich mal sagen, tun wir das, hinein in die gute Stube. Charles, ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Tja, auf nach Lexington. Aber du darfst noch aufessen. So. Natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ich muss. Wo muss ich überhaupt hin? Oh Gott. Ich muss hier lang. Noch mit nebenbei noch ein bisschen was aufdecken. Dann wäre das der zum Beispiel.
Also ich reite ja eigentlich an denen richtig vorbei. Aber scheinbar. Da muss ich hin. Laufen die mir ein bisschen vor die Füße, die Jungs. Hier muss ich hin. Das Old Meeting House. Okay. So, dann mal los hier. Warum richtet ihr solchen Zaun gegen mich? Hoch da, hoch da. Dann mal los hier. Hier war das Vision is Key. Von daher immer schön. Man kennt das ja aus den Teilen. Schön. Immer artig synchronisieren, wenn es geht. So, jetzt kennen wir wenigstens die Gegend auch ein bisschen. Dann gucke ich mal gleich hier wieder auf den. Auf den Plan hier. Und dann würde ich sagen, hau ich dann dahin. So. Na du. Na komm. Komme ich hier lang? Ja, komme ich noch. Oder gar nicht eben so drauf geachtet. Hallo. Old Corner Buchladen. Na, dann mal hoch da. Schön machst du das. Sauber. Ja, sorry Leute, dass ich das gerade darf mal zeigen, aber ich nehme das jetzt gerade mal mit auf den Weg dorthin. Weil das hilft natürlich. So, weiter, komm. Ja, genau. Achso, ja, hier fehlt was, ne? So, hier. Wow, das muss echt schon hoch sein. So, dann synchronisiere ich jetzt auch mal schnell hier. Hallo, na du? So, dann kann ich nämlich jetzt hier. Könnt ihr Hilfe brauchen? Kann man uns echt auf den Weg machen? Ja, komm. Ups. Sorry, Lady. Sorry. Sorry, das war nicht ganz so gewollt. Eigentlich, irgendwie. So. So, dann gucke ich hier nochmal schnell auf die Karte. Achso. Ja, dann kann ich die nämlich mitnehmen. Dann müsste ich dann da nur abbiegen, nach rechts. Schnell mal da rein. Moment. Hast du es gemütlich dort? So. Schnell mal hoch. Haben die mich echt gesehen? Ach komm, hör doch auf. Ihr habt mich doch gar nicht mehr gesehen. Ihr habt mich doch gar nicht mehr gesehen. Ihr seht mich doch gar nicht mehr. Genau, wollte ich meinen. Komm. Kuckuck, sucht mich. So.
finde ich sehr schön. So, was macht ihr jetzt? Ja, macht euch mal auf den Weg, ne? So, da ist der erste, der abhaut. Das ist jetzt ein Witz. Ich wollte gerade sagen, die machen doch gar nichts mehr. So, haben wir noch was hier auf dem Weg gerade? Den da. Weil dann kann man wenigstens ein bisschen besser den Weg hier lang machen. Also lang machen in dem Sinne uns zur Verfügung stellen, dass wir wissen, wo es ist. Wow. Habe ich die einfach gerade umgeritten? Böser Junge, ich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, die Tobi. Schnell da mal hoch, dann können wir nämlich da gleich an. Sehr schön. Haben wir wieder einen Point. Und synchronisieren. Das Ding da. So, dann haben wir das jetzt auch. Und können uns da auf den Weg machen hin. Ich muss gerade mal hier gucken, wo ist denn das eigentlich? Ich muss hier lang. Ich muss hier lang. Denn da komme ich hin. So. So, weiter geht's. Danke. Das war sehr freundlich von euch gerade. So, und jetzt kann ich ins Grenzland reisen. Natürlich will ich das akzeptieren. Ich muss ja schließlich auch dahin, ne? So, Scott's Plains. Eigentlich gerade mal eins machen. Oh, ich sehe hier keinen einzigen keinen Keypoint hier für die Aussicht. Das hier ist gerade ein Ticken schade. Aber okay, muss ich jetzt durch. Ich glaube, hier bin ich ganz gut. Nix senken. Oh, gefunden sogar. So, die Straße zieht sich hier lang. Und ich muss irgendwie hier lang. Kann es sein, dass ich falsch reite? Irgendwie gewusst? Naja, so erkunde ich das jetzt auch ehrlich gesagt mal. Hat ja auch was.
Ah, hier stehen sie. Ja, dann mal guten Tag, ne? So, nicht überzeugt. Weitere Missionen sprich starten. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Mhm. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitgans. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Hier durch den Schnee hier, das Stampfen da. Hat was. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Dann laufen wir hier einfach mal nach. Wow, was ist denn hier los? Echt mal den Weg lang. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder ob das schlechter ist. Auch nicht schlecht. Zurück! Fährt zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurück. Aber, Sir! Kein Aber! Geht! Lauf nicht! Ich bin nicht dein Feind! Ich bitte, wollte da gerne hochkommen. Oh mein Gott, weißt du, lass mich doch sprechen! Ich hätte auf den Baum gemusst. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hätte auf den Baum gemusst. Ihr kehrt zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Alter! Ich bin nicht dein Feind! Wow. Ey, das ist unglaublich. Ich kann die Geiseln befreien. Ihr kehrt zurück zu ohne Probleme. Charles, bevor er Verdacht schafft. Aber ich krieg's nicht hin, hier ich auf den Baum zu klettern. Aber, Sir. Kein Aber. Geht. Lauf nicht weg. Ich muss mit dir reden. Ich bin zu beknackt dafür, ich da auf den Baum zu laufen. Dein Feind. So, hier. Bitte, hör mir doch zu. Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen. So. Oh shit. Shitty. Jetzt haben wir
Nein! Nein! Die Wölfe haben mich platt gemacht. Die Wölfe haben mich platt gemacht, Leute. Und damit ist die Folge auch zu Ende. Ich mache hier mal echt jetzt einmal kurz die Pausentaste drücken. Tja, Leute, die Wölfe. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.